dann Steven Screen und ich hatte den so Reporter. Wir sind nicht gemerkt, das ist Steven Screen. Auf jeden Fall haben wir unsere Koffer schon abgeladen. Unser Zimmer ist erst um 1 fertig. Deswegen ja, laufen wir jetzt noch ein bisschen rum. Kaffee trinken waren wir auch schon. Ich hatte einen super leckeren Bounty gehabt. Der war der Hammer. Und der Kaffee war auch super lecker. Und für heute haben wir eigentlich nichts Konkretes geplant. Deswegen schauen wir einfach mal, was wir so machen. Das Wetter ist gerade auf jeden Fall schön. Es hat aber auch schon richtig geregnet, also sehr wechselhaft. I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine, I can only imagine. I want to know if you will be my favorite song, my little melody. If we could be a symphony, then we would be a perfect harmony. So, nachdem wir schon gut gegessen haben im Cornucopia, hieß das, Niklas? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ultra lecker, war auch sogar komplett vegan. Und jetzt sind wir im Bezirk Tempelbar und auch an der Tempelbar und überlegen, ob wir da jetzt noch ein Guinness trinken wollen. So, wir haben jetzt noch so Pastries geholt, die sind übrigens beide vegan und ich bin super gespannt. Und das Guinness, Leute, schmeckt hier, also ich habe schon lange keins mehr getrunken, aber schmeckt hier voll anders und ultra geil. Also ich mag das in Deutschland auch, aber hier schmeckt es irgendwie nochmal tausendmal geiler. Und ich probiere jetzt einfach diesen Pastry, unser Abendessen. Der Blätterteig ist schon mal geil. Boah, geil. Ist gut. Mhm. Das ist der Teig. Ich probiere mal schnell den Cornish. So, ich mach das mal ab, das esse ich gleich. Mmh. Richtig lecker. Perfekt. Richtig geil. Ja. Mmh. Mmh. Richtig geil. Mhm. Mein Peanut Butter, Orange, was war noch dran? Banana und Hanfprotein. Smoothie. Okay. Ich werde zu Hause Peanut Butter Smoothies machen. Schmeckt gut. Oh mein Gott, ja. Also, warum bin ich selbst noch nicht drauf gekommen? Okay, das ist richtig geil. Niklas hat übrigens gesagt, der leckerste Smoothie, den er hier getrunken hat. Ich hab Döner. Döner Kebab. Döner, ne? Döner Kebab. Oh, mit dem Punktfokus bin ich nicht schnell genug.
Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Einfach probieren. Nehmen und reinbeißen. Ja. Okay, das ist ein bisschen groß. Gut? Ja, ultra lecker. Hola. Ich glaube, vegan Pulled Pork hatten wir auch noch nicht. Was heißt du noch nicht? Veganes Pulled Pork. Nee? Mega. Also, wenn ihr in Dublin seid, auf jeden Fall, Leute. Aber ich esse jetzt erstmal ein bisschen mit Messer und Gabel ab, weil das ist echt ein bisschen. Ich kann nicht so gut essen. Das ist besser so. See ya. Voll schön hier, oder? Wir haben vorhin hier eine Führung, also ja, eine Führung mitgemacht und erfahren, dass es ein Mythos ist, dass irgendwie Harry Potter hier mal stattgefunden hat. Das ist nie passiert. Hätte aber sein können, ne? Ja. Welcher Geschmack ist das? Chocolate Raspberry, vegane Variante. Ich sag's mal dazu, damit ihr Bescheid wisst einfach. Sehr geil. Ja? Sehr, sehr geil. Mm. Wir laufen jetzt noch ein bisschen rum, schauen mal, wo wir noch Abend essen. Ansonsten waren wir Tee trinken und haben noch Hop-on-Hop-off gemacht, nochmal die ganze Strecke. Eigentlich haben wir echt viel gemacht. Vegane Donuts gegessen. Ja, mit 18 Gramm Protein. Woo! Mega.